Wir sind für euch auf die IFA gefahren, um die neuesten Techniktrends zu erkunden. Und ja, die große Überschrift ist Smart Home bzw. künstliche Intelligenz. Wie das aussehen kann, lassen wir uns überraschen. Und wenn es um automatisches Kochen, Kochunterstützung geht, macht es natürlich Sinn, wenn wir uns das Ganze nicht alleine anschauen, sondern wenn wir hier nochmal professionelle Hilfe bekommen. Und dafür habe ich mir eingeladen, den Carsten. Carsten kennt ihr schon aus unseren Kochvideos. Hallo. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und lasst euch verzaubern von den Technik-Highlights und bei diesem Video wie immer viel Spaß. Ja, Carsten, jetzt sind wir hier auf dem AEG-Stand angekommen und ja, hier oben steht schon, AEG hat den größten Produktwechsel angeschoben. Das ging aber schon letztes Jahr los. Dieses Jahr quasi den Startschuss gegeben, den offiziellen. Letztes Jahr war der inoffizielle und zwar mit der neuen Kühlschrankgerätegeneration. Und das Highlight schlechthin, was hier auf der Messe war, was auch, denke ich mal, auf der MOW ganz groß zu sehen war, das Thema Saphir Matt auf dem Kochfeld, ein mattes Kochfeld, kratzresistent und total pflegeleicht. Die beiden Videos zum Kochfeld und zu den Kühlgeräten, die verlinken wir euch nochmal über das i, beziehungsweise geben die euch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt lasst uns mal über den Stand gehen. Gerne, bin gespannt. Ja, sind wir halt hier. Klar, hier vorne vor uns wird da gerade nochmal das Saphir Matt Kochfeld vorgestellt. Da kannst du ja dann auch gleich nochmal drüber gucken. Gehst du auch so in der Profiküche um? Also es geht in der Profiküche schon auch heiß zur Sache und das Thema ist immer auch vorsichtig mit dem Herd und mit den Arbeitsflächen umzugehen. Aber das ist schon spektakulär, was hier gerade präsentiert wird. Ja. Na, kratzfest und halt auch, ja. Easy, da ratz, sieht man nichts mehr. Sauber weggewischt, jetzt kommt das Fett. Aber das hat man ja schon bei uns auf dem Kanal letztes Jahr. Hier geht es jetzt um die neue Gerätegeneration, die in der Küche zu sehen ist. Vordergründig natürlich das Design. Ja. Wir sehen hier natürlich klare Linien. Wir haben matte Oberflächen. Mhm. Die sind nicht neu. Neu ist, dass halt wirklich fast die komplette Fläche matt schwarz ist. Das Ganze gibt es auch noch in natürlich glänzend schwarz. Wir haben jetzt hier nur noch eine klitzekleine Facette, die glänzend ist. Natürlich logischerweise das Display, klar. Und was auffällt, bei den alten Geräten hatten wir immer hier unten das AEG-Logo. Und das ist ja jetzt ja komplett nach oben gerutscht. Sieht natürlich in der Linie, wenn man die Geräte nebeneinander macht, natürlich, also von der Planung her, viel cleaner, viel ruhiger aus. Denn vorher hier. Verteilt überall. Ja, da war mal so eine Wellenlinie drin. Aber so ist es halt total schick. Und auch nicht mehr so groß, sondern ein bisschen kleiner, finde ich. Also zumindest wirkt es jetzt so. Elegant. Ist sehr elegant. Natürlich auch hier von der Funktion her, ein großes Display, gut lesbar, große Schrift, finde ich immer ganz wichtig bei den Displays. Ja. Und schnell verständlich auch. Also man liest und versteht, was gemeint ist. Ja, und halt so die letzten Funktionen sind hier angegeben. Also wenn man halt Sachen hat, die man regelmäßig macht, braucht man die weiter einstellen. Finde ich halt echt sensationell. Und wir haben ja hier ein Dampfgerät. Okay. Wir haben hier den Wassertank. Ja. Das ist geblieben. Aber natürlich halt auch, wenn das halt ein mattes Gerät ist, hat man keine Finger. Und was auffällt, die Scheibe ist dunkler. Also das Gerät ist ja jetzt aus. Die Scheibe ist dunkler. Ich kann gar nicht mehr so in den Innenraum reinschauen. Okay. Also man sieht ihn noch, aber er ist nicht mehr so präsent wie bei den vorhergehenden Geräten. Also vom Design her gefällt es mir sehr, sehr gut. Sieht sehr gut aus. Und Funktionen, die neuen Geräte haben auch nochmal eine ganz tolle Funktion, ganz tolle künstliche Intelligenz, die gucken wir uns jetzt an. Carsten, hast du gewusst, dass 8 von 10 Kunden, die einen Backofen nutzen, sich die Rezepte vorher aus dem Internet rausziehen? Ja, dazu gehöre ich auch. Dazu gehörst du auch? Regelmäßig suche ich auch Rezepte im Internet, cool. Selbstverständlich. Finde ich klasse. Ja. Und was steht bei den Rezepten immer drin als Empfehlung, wie du deinen Backofen benutzen sollst? Ober-Unterhitze, die klassischen Garten, ganz genau. Und warum? Weil es oftmals alte Rezepte sind? Ganz genau. Und mein Opa? Früher gab es nur Ober-Unterhitze, ganz genau. Später kam die Heißluft dazu. Aber wir haben ja heute moderne Geräte. Wir haben ja auch schon gesprochen, wir hatten ja bei der BSH hat man ja Dampfbackofen. Genau. Gibt es natürlich bei AEG auch.
ne, die Konvektoren, die Multidampfgarer. Ja. So, und das ist ja jetzt ja sträflich, sage ich mal, wenn man diese Geräte nur mit Ober-Unterhitze bedient. Weil das Gerät kann ja viel, viel mehr. Richtig, ganz genau. Und wie kriegt man das? Braucht's auch. Und wie kriegt man das jetzt gelöst? Ja, man müsste es umwandeln, das Rezept. Man müsste das Rezept umwandeln. AEG bietet uns jetzt mit der neuen App, die natürlich mit dem Ofen kombiniert ist, ne, bietet dort halt die Möglichkeit, dass das Rezept, was du dir im Internet rausgesucht hast, in die App einpflegst, also quasi, so habe ich es mir erklären lassen, dass der Link deines Rezeptes, den setzt du in die App ein, die App liest das Rezept und eine künstliche Intelligenz schaut sich das an, errechnet anhand deines Backofens der vorhandenen Funktionen eine Optimierung der Funktionen, eine Optimierung des Rezeptes. Genau. Und du kannst dann für dich entscheiden, ich mache es, wie es im Rezept steht, oder ich lasse dem Backofen oder der Technik die Freiheit, das Ganze optimiert zuzubereiten. Und dann packst du einfach dein vorbereitetes Gericht in den Ofen und sagst der App, es geht los, und die App sendet die Einstellung für dein ausgewähltes Rezept an den Ofen und es geht los. Genau. Es ist wunderbar. Letztendlich ist es nichts anderes wie das, was ich mache, wenn ich Rezepte aus dem Internet mir suche und finde. Ich gucke mir das Rezept an, meistens eigentlich nur auch wegen den Zutaten und Rohstoffen, um dort richtig zu liegen. Weniger interessieren mich die Garzeiten oder auch die Art der Garung, weil das weiß ich oft selber, was ich brauche. Du bist aber genannter Koch. Ja, und deswegen ist natürlich diese KI genau richtig, die es braucht, um das Ganze noch besser zu gestalten für den ganz normalen Auskoch. Und das Rezept halt in die neue Zeit zu heben. Ganz genau, auf das neue Gerät anzupassen. Dass ich natürlich mit meinem neuen, modernen Backofen hier das Maximum raushole. Ganz genau. Klar, also, aussehen, aber natürlich hauptsächlich an Geschmack. Ja, wunderbar. Klar, richtig würzen muss ich vorher noch. Das bleibt nie aus, ne? Also die Grundzubereitung, die bleibt ja noch bei mir. Aber dass das Gerät dann eine optimale Zubereitung, eine optimale Garzeit, Heizarten entwickelt, das ist natürlich sensationell. Ja. Gerade wenn man natürlich auch die Geräte neu hat, wo man sich noch nicht so mit auskennt, ist das meiner Meinung nach eine richtig geniale Lösung, die uns hier an die Hand gegeben wird. Sehr gut, ja. Finde ich wunderbar. Finde ich spitze? Dann wir schauen uns das an. Gehört, jetzt haben wir ja die Backofen-Generation mit der KI, die neue. Und brauchen wir natürlich noch ein Kochfeld dazu. Schauen wir uns an. Schauen wir uns an. Das ist die Lasagne. So sollte dann am Ende aussehen. Mit dem optimierten Rezept, so wie das der moderne Backofen dann zubereitet. Und so haben wir nicht abgesprochen. AEG kann überraschen, nicht nur mit neuen Innovationen, sondern auch hier mit dieser Animation. Und vielen Dank AEG dafür. Jetzt hat man ja gerade hier schon eine kurze Einweisung von den beiden Köchen. War spektakulär. Du bist noch gehypt. Ja, das völlig. Ja, das ist, also was haben wir gesehen? Es war natürlich ein Kombidämpfer, daneben ein Kompaktbackofen kombiniert mit Mikrowelle. Das ist ein ganz interessantes Thema. Wo halt natürlich die Garzeit deutlich verringert wird, indem die Mikrowelle von innen nach außen gart und hier an der Stelle dann der Ofen mit der klassischen Ofenfunktion von außen nach innen somit. Ja, und der Ofen muss nicht vorgeheizt werden. Weil die Mikrowelle ja sofort loslegt. Genau. Na? Und somit Zeit gespart wird, Energie gespart wird. Und zum anderen haben wir den Kombidämpfer, wo jetzt natürlich ein bisschen Dessert und sowas zubereitet wird. Und aber das eigentliche Highlight war ja jetzt hier an der Stelle wirklich das Kochfeld mit dem Temperaturstabstick. Mit dem Temperaturstick und mit dieser Kombination aus den drei, vier verschiedenen Sachen, die mit ineinander greifen. Ja, also, ne, also man konnte, natürlich hat man die flexible Zone, wo man verschieden mit der entsprechenden Topfgröße, Pfannengröße arbeiten kann. Ja. Wir haben auf dem Kochfeld insgesamt vier Kochzonen gehabt. Man kann, hat er uns so gesagt, halt natürlich alle vier Kochzonen jeweils mit einem Stick bedienen. Ja. Na, also ich kann halt auf vier Zonen Temperaturkochen machen. Das hatten wir heute schon mal an anderer Stelle. Ganz genau, individuell. Ne? Nur, dass es halt hier entsprechend ein bisschen mal anders funktioniert. Mhm. Eine andere Herangehensweise, es funktioniert über Bluetooth. Hat natürlich den Vorteil, dass wir hier mit dem Kochfeldabzug arbeiten können. Richtig. Weil der Motor ja eine gewisse Störfrequenz erzeugt, die über das Bluetooth eliminiert wird. Ja.
Ne? Und ja, man kann halt braten auf der Blanchardplatte, man kann im Topf garen für Flüssigkeiten oder sogar, hat man ja kurz angesprochen, halt das Sous-Vide-Garen, wenn der Ofen halt in dem Falle besetzt ist. Ganz genau. Und braucht keinen extra Sous-Vide-Stick oder Sous-Vide-Bad. Ja, und diese Blanchardplatte hat ja diese Funktion, dass die nur eine gewisse Temperatur erreicht, also die überhitzt nicht. Ja, das ist natürlich genial, das habe ich zu Hause. Ich habe eine gusseiserne Platte auf meinem Induktionskochfeld stehen und habe das schon öfters geschafft, dass die Platte so heiß geworden ist, dass dann das Kochfeld abschaltet und sagt, ich muss das mal abkühlen. Das ist hier nicht der Fall. Das kann hier nicht passieren, die kannst du ja... Aber es ist trotzdem heiß genug zum Anbraten, er hat das vor uns demonstriert, er hat Pfirsiche angebraten. Es ist trotzdem immer noch so heiß, dass ich anbraten kann und möglicherweise dann die Platte natürlich weiter erhitzen kann. Und was total genial war, das ist ja wieder, wenn man verschiedene Kocharten miteinander variiert. Kombiniert. Ne? Er hat ja gesagt, du kannst halt auch, ne, packst den Brokkoli, den hatten wir ja heute schon, das war wieder Timing, den Brokkoli auf die Blanchardplatte anbraten. Die Blanchardplatte ist beschichtet, wie im Backblech, und die Griffe und die Größe so optimiert, dass ich die Blanchardplatte nehmen kann und in den Ofen reinschieben kann und dann kann ich das Ganze dämpfen. Ja, aber das ist das, was man klassisch ja auch in der Pfanne macht. Ich brate etwas an und schiebe es dann in den Ofen. Also das ist sensationell. Das ist sensationell. Das also ich merke schon. Ja, also es ist, du bist, macht Spaß. Ich bist bin begeistert. Sehr gehypt, bist begeistert von jedem Hersteller, den wir hier sehen. Und ja, jetzt haben wir die Backöfen, die Kochfelder. Wenn wir jetzt ein Kochfeld ohne Dunstabzug haben, brauchen wir natürlich noch im passenden neuen Design die Dunstabzugshaube. Genau. Und die schauen wir uns jetzt einfach mal an. Gerne. Guck mal, jetzt sehen wir noch mal den ganzen Stick hier in Gänze. Ja. Aber hier soll es ja nicht um den Stick gehen, sondern um die Haube. Mhm. Und die Haube haben wir hier wieder das Schwarz-Matt mit dem schwarzen Akzent. Ja. Und ja, bei Alge ist es ja neuerdings so, dass die Hauben komplett in Eigenregie gebaut werden. Mhm. Na? Mhm. Und wir haben hier keine Neuheit, aber die Haube ist ausgestattet mit AutoSense. Bedeutet, dass wir hier die Möglichkeit haben, wir haben einen Geruchssensor. Aha. Und wenn die Haube merkt, es stinkt, schaltet die Haube sich ein, beziehungsweise erhöht ihre Intensität. Okay. Na, also halt quasi auch hier ein intelligentes System. Ja. Ist nicht neu, aber ist halt immer wieder wichtig, mit an der Stelle zu erwähnen, dass hier Kochfeldhaube miteinander kombiniert funktioniert und aber die Haube selber Gerüche erkennt und anfängt intensiver zu arbeiten. Okay. Ja. So, und dann habe ich noch was entdeckt. Das ist total spannend, denn wenn man sich jetzt das Licht in der Küche einstellt, stellt man sich das ja ein, meistens für die Abendstunden. Mhm. Jetzt ist man aber am Wochenende ja ein Stück weit auch mal tagsüber da. Ja. Hat natürlich andere Lichtverhältnisse und je nach Jahreszeit hat man ja auch Variationen. Mhm. Na, hat man einen regnerischen Tag, hat man einen sonnigen Tag. Und die Haube hier neben mir, gucken wir uns mal an, die hat eine ganz spannende Funktion. Die nennt sich Aurora Tech. Okay. Na, und das bedeutet, dass die Haube kombiniert ist mit deiner App auf dem Handy und erkennt, wo du dich gerade befindest. Danach natürlich die Tageszeit und Wetterbedingungen abfragt und daraufhin das Licht anpasst, dass du gefühlt immer das gleiche Licht hast auf deinem Kopfhörer. Ja. Okay, das ist spektakulär. Also ist jetzt, denke ich mal, nie kaufentscheidend sowas, denke ich. Ja, aber es ist halt wirklich so eine Cleverness dahinter, wo du die im ersten Moment gar nicht so merkst, aber im Tun schätzen lernst. Ja. Und das erleichtert auch das Kochen, weil Lichtverhältnisse ganz entscheidend sind. Wie in jeder Werkstatt braucht man ein gutes Licht, möglichst direkt oben drüber. Und wenn das Licht sich dann letztendlich selber reguliert, nach Tageszeit oder nach Witterung, dann ist das natürlich optimal. Bin ich unabhängig von meiner Lampe, sondern das regelt die Abzugshaube. Ja, also ist wirklich... Das ist ja, perfekt. Klasse. Okay. Ich bin begeistert. Carsten hat es zusammengefasst. Ja. Und dann würde ich sagen... Wir schauen mal an, was wir noch hier auf der IFA finden. Denn die anderen Sachen hatte ich ja eingangs schon erwähnt. Kühlschränke gab es letztes Jahr, haben wir ein eigenes Video. Das Kochfeld haben wir intensiv beleuchtet, kann man ein extra Video. Also da gerne dort diese AEG-Videos nochmal anschauen, wer sie nicht kennt. Und während ihr die Videos anschaut, gehen wir einfach mal auf den nächsten Stand. Super, gerne.